Zahlreiche Likes haben auch der deutschen Comedy-Legende Harpe Kerkeling zu einer Platin-Romy verholfen. 13 Jahre nach der Goldenen, die schon bisher neben Bambis und goldenen Kameras Schmuckstück seiner Trophäensammlung war. Ja, natürlich ist das eine große Freude, weil die Romy, abgesehen davon, dass sie im deutschsprachigen Raum der schönste Fernsehpreis ist, ist es der wichtigste österreichische Fernsehpreis. Und meine Großmutter war Österreicherin. Und wenn die das gewusst hätte, dass sie da halt den Preis bekommt, die hätte sich schon sehr gefreut. Die ist für dich, Oma. Kann Harpe Kerkeling über Kerkeling lachen? Nein, eigentlich nicht. Also auch nach all den Jahren nicht. Ich gucke mit sehr viel Barmherzigkeit auf das, was ich gemacht habe vor 30, 40 Jahren und freue mich einfach darüber, dass Menschen auch heute noch die Beatrix schauen, Hurz sehen wollen. Das Lamm schreit Hurz! Dass das nach so vielen Jahren immer noch aktuell ist, das freut mich schon sehr. Harpe Kerkeling hatte dann auch noch eine ganz besondere Überraschung für Conchita. Eine Platin-Romy für ihr Lebenswerk. Ja, die wissen, was sie gehört, gell? Na. Herzlichen Glückwunsch, auch dir. Oh Gott, vielen Dank. Haben wir jetzt die gleiche Romy? Ja, wir haben die gleiche Romy. Na, ist das ein Traum? Der Name steht sogar drauf. Schau, oh. Stolz? Das ist ein Wahnsinn. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich war schon so aufgeregt, dass ich für den Harpe Laudatio halten darf. Das ist ja mein absoluter Hero. Es ist quasi fürs Lebenswerk. Das kriegt man eigentlich so im Alter von Prohaska und Krankling, ne? Ja, auch ist das ja schon mein Lebenswerk. Naja, ich habe einen Song. Gut in Erinnerung sind uns noch die Bilder, als Conchita im Mai 2014 nach ihrem Sieg in Kopenhagen am Flughafen von ihren Fans in Empfang genommen wurde. Oh Gott, was möchte ich sagen? Danke für die Unterstützung. Mir wurde mein Traum erfüllt und das ist unbeschreiblich, unbeschreiblich. Und 10 Jahre später gab es eben jetzt dafür die Platin-Romy. Beendest du jetzt deine Karriere damit? Na, Gottes Willen. Nein, ich bleib schon noch lästig. Du weißt ja, was mir alles einfällt. Schau mal. Theater ist ja nach wie vor und ja, Fernsehen ist ein bisschen und Musik mache ich und so dann mal dahin. Gratulation danke. Fürs Lebenswerk. Ja, danke. Mit dem Schlussbild für die Titelseite der Jubiläumsausgabe fängt die Party erst richtig an. Gedanken über